Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Autobahn Polizei Simulator 3 mit dem DLC Offroad. Wir starten hier ein neues Spiel. Ich kann jetzt leider nicht sagen, was vom Hauptspiel und was hier vom DLC ist. Wir starten einfach ein neues Spiel und lassen uns mal überraschen. Wähle den Charakter. Okay. Die drei gibt's. Okay. Ja. Oh, wir können das Gesicht ändern. Das ist nicht das Gesicht ändern, das ist das Geschlecht ändern. Ich kann so toll lesen. Kamera wechseln. Okay. Ja. Passt schon. Schön, dass man mich nicht vergessen hat. Wie könnten wir? Dein letzter Tag im Dienst hat sich allen schmerzhaft ins Gedächtnis gebrannt. Ja, geht mir nicht anders. Manche von uns hätten nicht gedacht, dass du nach dem Unfall noch wiederkommst. War ja eine heftige Geschichte. Ich habe hier doch gerade erst angefangen. So schnell schmeiß ich den Job nicht hin. Klingt, als hättest du schon Pläne gemacht. Willst du die Raser etwa selbst schnappen? Ihr habt sie noch nicht erwischt? Sieht so aus. Tut mir leid, dass ich keine besseren Nachrichten für dich habe. Diese Typen scheinen uns immer einen Schritt voraus zu sein. Wenn das so ist, warum hocken wir dann noch hier rum? Das nenne ich Arbeitseifer. Dann zieh mal die Uniform an und komm mit zum Chef. Ja, genau. Um dich zu bewegen, drücke, ach so, den linken Stick Kamera mit dem rechten Stick. Mit dem linken Stick sprinten. Okay, an der Umkleide kannst du zwischen Uniform und Zivilkleidung wechseln. Joa. So, das heißt, wir spazieren hier rüber. Wupp, und haben unsere Uniform an. Oh, das ist irgendwie, die Kameraführung ist irgendwie komisch. Oh, da sind Sie ja wieder. Willkommen zurück. Haben Sie sich gut erholt? Es geht mir wieder gut. Hat nur leider etwas gedauert. Allerdings würde ich mich gleich noch besser fühlen, wenn Sie mich diesen Fall übernehmen lassen. Ich will den Rasern das Handwerk legen. Das kann ich zwar verstehen, aber nicht erlauben. Ich bitte Sie. Die hätten mich bei einem Ihrer Rennen beinahe umgebracht. Die machen vor nichts und niemandem Halt. Genau das ist der Punkt. Sie haben noch nicht genug Erfahrung, um es mit den Verantwortlichen aufzunehmen. Da muss ich dem Chef zustimmen. Das ist ein ganzer Ring von Verbrechern. Bei deinem jetzigen Rang hättest du keine Chance. Selbst wenn heute nicht dein erster Tag wäre. Womit soll ich dann anfangen? Ich habe vorhin eine Meldung über ein gestohlenes Fahrzeug reinbekommen. Das wäre ein guter Einstieg. Übernehmen Sie den Fall? Ja, klar machen wir das. Tu ich. Dann will ich mal zusehen, dass der Besitzer sein Fahrzeug wiederbekommt. Mit wem fahre ich raus? Hat Ihnen das noch niemand mitgeteilt? Sie zwei arbeiten von jetzt an zusammen. Okay. Was ist mit... Jetzt komm schon. So unerträglich bin ich nun auch wieder nicht. Auf geht's. Also dann, brechen wir Hals über Kopf auf oder gibt's noch weitere Infos? Klar gibt es die. Und ich fahre nie einfach so drauf los. Dann ist es ja gut, dass ich fahren werde. Ich darf doch fahren, oder? Vorerst, solange du dich an die Verkehrsregeln hältst. Okay. Na dann weiter im Text. Wir wissen zwar, um welchen Wagentyp es sich handelt, aber wahrscheinlich wurde das Nummernschild ausgetauscht. Das heißt, dass wir Fahrzeuge vom gleichen Typ überprüfen müssen. Also eine klassische Verkehrskontrolle? Gewissermaßen. Wir suchen schließlich ein bestimmtes Auto. Aber das hält uns nicht davon ab, andere Mängel anzuzeigen. Verstanden. Ich fahre. Okay. Raus hier. Ich... Geh mal davon aus, dass es... Was?
Worum geht's? Während ihr auf Streife seid, kommt ihr doch sicher an den Notrufsäulen an den Autobahnen vorbei. Es wäre super von euch, wenn ihr kurz mal anhalten und uns damit anrufen könntet. So stellen wir sicher, dass die Teile immer noch funktionstüchtig sind. Werden die in Zeiten von Handys denn immer noch so oft benutzt? Jedes Jahr gehen mehrere tausend Notrufe über diese Säulen ein. Sie haben also durchaus eine Daseinsberechtigung. Wenn das so ist, halten wir die Augen nach ihnen offen und telefonieren für euch ein wenig herum. Gut. Ich denke, hier geht's raus. Und wir sollen... gut, ins Auto steigen. So, können wir sprinten. Da ist schon das Auto. Rein mit uns und los geht's. So, beschleunige mit dem rechten Trigger, bremse mit dem linken Trigger. Lenken können wir auch mit Digi-Kreuz nach unten. Schaltest du dein Licht ein und aus. Blinke mit links und rechts. Okay, und die Hupen können wir auch. Okay. Wir blinken ganz brav. Ups. Okay. Ich fahre einfach mal. Es ist... Was ist eigentlich so passiert, während ich nicht da war? Wie kommt's, dass du jetzt mein Partner bist? Große Verhaftungen oder spektakuläre Fälle gab es in letzter Zeit keine. Und warum Becker uns beide zusammengesteckt hat, musst du ihn schon selbst fragen. Pass auf, dass du nicht zu begeistert klingst. Sonst könnte man denken, dass du viel lieber einen Partner mit mehr Erfahrung willst. Ach was. Ich muss mich nur erst an dich gewöhnen. Und schon haben wir was gemeinsam. Wenn das so weitergeht, werden wir sicher noch ganz dicke Freunde. Genau. Und jetzt konzentrier dich. Wir müssen den gestohlenen Wagen finden. Moment, wir sollen doch hier anrufen. Und hier ist Wagen 1. Wir sind ganz in der Nähe und testen die Säulen. Gut. Diese funktioniert jedenfalls. Und falls mal nicht, sollte sie schnell zu ersetzen sein, so nah wie sie an der Wache ist. Das stimmt. Trotzdem muss jemand mitkriegen, dass sie nicht funktioniert. Und jetzt macht mal weiter eure Runde. Bitte gerne. Gut, weiter geht's. Buah. So. Boah, so jetzt. Ist das der Zielort? Ich nehme an. Okay. Ups. Willst du jemanden anhalten, musst du auf derselben Spur wie derjenige fahren. Öffne dann das Aktionsmenü mit dem linken Button. Wähle im Tab Matrix eine der Optionen für Fahrzeug anhalten aus. Sobald das Fahrzeug gehalten hast, musst du mit dem Fahrer sprechen, um eine Verkehrskontrolle einzuleiten. Okay. Als erstes sollte eine Dokumentenkontrolle durchgeführt werden. Bei LKWs werden außerdem die Lenk- und Ruhezeiten geprüft. Du kannst diese Aktion überspringen, aber später nicht mehr nachholen. Ebenfalls im Dialog mit dem Fahrer können ein Alkotest, Alkoholtest und Drogenkontrolle angeordnet werden. Am Fahrzeug kannst du die Lichter, die TÜV-Plakette, den Kofferraum und die Profiltiefe der Reifen überprüfen. Gehe dazu um das Fahrzeug herum und interagiere mit den verschiedenen Symbolen. Bei LKWs kannst du ebenfalls geladene Fracht und die Sicherung der Ladung überprüfen. Du kannst dir deine Befunde mit Y anzeigen lassen. Außerdem siehst du über der Liste deiner Befunde ein oder mehrere Symbole. Sie zeigen angemessene Maßnahmen für die gefundenen Verstöße an. Das könnte ein Bußgeld, die Festnahme oder ein Alkoholtest sein. Siehst du keines der Symbole, hast du auch keinen Verstoß gefunden werden und die Weiterfahrt kann erlaubt werden. Bist du mit der Kontrolle fertig, musst du den Fahrer noch einmal ansprechen. Mit Kontrolle beenden kannst du die Verkehrskontrolle abschließen. Entscheide nun, ob und welche Strafe du verhängst, ob du alle Verstöße gefunden und die richtige Entscheidung getroffen hast, siehst du danach in der Auswertung. Unter bestimmten Voraussetzungen wird ein Fahrer sofort festgenommen, ohne dass die restliche Kontrolle abgeschlossen wird. Dieser Fall tritt ein, wenn du illegale oder gefährliche Gegenstände findest. Außerdem, wenn das Fahrzeug gestohlen oder die Papiere gefälscht sind. Danach muss der Fahrer zur Wache gebracht werden. Okay, sehen wir uns um. Hier soll irgendwo das gesuchte Fahrzeug sein. Wie wär's mit dem Blauen da? Das passt zur Beschreibung, die uns die Zentrale gegeben hat. Ja, den müssen wir erstmal erwischen. Der fährt ziemlich schnell.
So, jetzt. Müssen wir den überholen? Wir müssen vor ihm sein, oder? Fahrzeug anhalten. Ah, ja, und da wird das... Wie? Okay, das hat gepasst. Gut. So, mein lieber Herr. Guten Tag. Tag auch. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Erstmal die Dokumente überprüfen. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Fahrzeugklasse. Was heißt das? Ach so. Fahrzeugklasse sollte mit dem übereinstimmen. Der Name sollte auch mit dem Führerschein übereinstimmen. Das passt. Und er sollte mit dem Gesicht übereinstimmen. Das passt auch. Also, genau. So, dann untersuchen wir doch mal das Fahrzeug. Das Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. So, wir schauen mal. Die Profiltiefe. Ausreichend. Aha, dann können wir hier gleich alle machen. 2,09. Ach so, hinten haben wir schon. Ach so, er macht die ganze Achse. Okay. Das haben wir gemacht. Die Lichter. Abblendlicht. Blinker funktionieren auch. Bremslicht funktioniert auch. Ja. Sonst vorne. Das Abblendlicht funktioniert nicht. Oh, das Abblendlicht funktioniert nicht. So, hier Befunde, Lichtdefekt. Vielen Dank für Ihre Geduld. So. Ich werde Ihr Fahrzeug ja. Mit den Kofferraum kontrollieren. Moment. Ja, wir haben das Fahrzeug untersucht. So, okay, wir sind fast fertig. Dann machen wir jetzt die Kontrolle beenden und ich hoffe, dann kann ich ihm noch sagen, dass das Lichtdefekt ist. Ein Bußgeld? Für die Verstöße bekommen Sie ein Bußgeld. So, schauen wir mal. Oh, wir haben ein von zwei Verstöße gefunden. Okay, wir haben richtigerweise ein Bußgeld. Naja, 200 von 300 XP. Immerhin. Das war wohl nichts. Was machen wir jetzt? Fahr mal weiter. Irgendwo muss das gesuchte Fahrzeug ja sein. An alle Einsatzfahrzeuge. Der gestohlene Wagen wurde gesichtet. Das muss unserer sein. Den kriegen wir. Hier Wagen 1. Könnt ihr uns die Position schicken, an der Wagen zuletzt gesehen wurde? Kommt sofort. Ihr müsst euch aber beeilen, wenn ihr den noch einholen wollt. Verstanden. Dann gib mal Gas. Ah, darf ich? Ja, du darfst. Jetzt mach schon. Los geht's. Dann sind wir jetzt also Partner. Das Thema hatten wir schon. Nicht in Redelaune? Du solltest dich lieber auf die Straße konzentrieren. Ich kann fahren und gleichzeitig reden. Du auch? Ja, stell dir vor. Smalltalk ist einfach nur nicht so meins. Wäre mir nie aufgefallen. Deshalb habe ich das erwähnt. Mhm. So. Wow. Wer baut die Straßen hier so eng? Uff. So. Siehst du den Wagen da vorne? Genau den suchen wir. Da ist er doch. So. Ah ja, Notrufsäulen. Haben wir vergessen. Wir halten das Fahrzeug an. Das hier.
Verfolgungsjagd. Der Fahrer, den du anhalten willst, flieht. Du musst das Fahrzeug stoppen, bevor es endgültig entkommt. Dazu kannst du entweder vor das Fluchtfahrzeug fahren und es ausbremsen oder du rammst das Fluchtfahrzeug so lange, bis der Fahrer aufgibt und stehen bleibt. Beobachte links oben auf dem Bildschirm, wie weit fortgeschritten deine Verfolgung ist. Stoppe das Auto 0%. Parke nach der Verfolgungsjagd in der Nähe des Flüchtigen, damit du ihn festnehmen kannst. Okay, wir... Natürlich haut er ab. Lass ihn jetzt bloß nicht entkommen. Fahr vor ihm, damit du ihm den Weg abschneiden kannst. Boah. Das war wohl nix. Oh Mann. So, jetzt wird's. Sollen wir ihn rammen? Wir rammen ihn. Boah. So, jetzt aber. So, vor ihn und bremsen. Ich stelle Sie unter Arrest, weil Sie sich der Polizei widersetzt haben und mit Ihrem Fahrzeug geflohen sind. Sie haben mich bedrängt und jetzt nehmen Sie mich auch noch dafür fest? So sieht's aus. Wagen 1 für Leitstelle, kommen. Leitstelle hört. Wir haben den Autodieb mitsamt dem gestohlenen Wagen erwischt. Wir bringen ihn zur Wache, aber das Auto muss abgeschleppt werden. Verstanden. Wir kümmern uns drum. Danke, bis gleich. Für deinen ersten Tag hast du einen ganz passablen Job gemacht. Das klingt ja fast wie ein Kompliment. War auch eins. Du hast das gestohlene Fahrzeug beinahe professionell gestoppt. Beinahe nur, was? Es gibt eben noch Spielraum nach oben. Wenn du das sagst. Dann bringen wir unseren neuen Freund mal zur Wache. Ich sollte hier irgendwie... Ich versuche mal, dass ich mich ein wenig an die Verkehrsregeln halte. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Hier ist zum Beispiel 60. Hier gleich rot, wenn ich mal 60 oder drüber fahre. Sind noch 3,8 Kilometer. Dann blinken wir hier rüber. Sind immer noch 60. War immer noch zu schnell. So ist gut. Boah, das ist aber richtig langsam. Ich halte das nicht. Wir haben ohnehin einen Verdächtigen bzw. einen Fahrzeugdieb dabei, da dürfen wir auch mal schneller fahren. Hier nehmen wir noch die Notrufsäule mit. Wenn ich darf. Nö, ich darf jetzt nicht aussteigen. Okay. Wäre auch doof, wenn wir hier den Fahrzeugdieb alleine lassen würden. Zumindest blinken kann ich. Wow. Oh, es ist gerade grün geworden, oder? Mit 170, 180... Durch. Boah, okay. Pum, 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 pum. Wir sollten ein wenig vorsichtig sein. Ich glaube, es gibt eh keine Schäden hier an unserem Fahrzeug, hoffe ich.
Ist doch ein gutes Gefühl, wenn man die Straßen sicherer gemacht hat, oder? Auf jeden Fall. Deshalb tut es auch so gut, endlich wieder hier zu sein. Obwohl du mich nun zum Partner hast? Scherzen. Du könntest zwar ein bisschen lockerer sein, aber das wird schon noch. Und du ein wenig regelbewusster. Aber das wird schon noch. Wir werden sehen, wer am Ende recht behält. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt fahren wir Streife oder suchen uns einen speziellen Auftrag aus. Zu tun gibt es jedenfalls immer genug. Hui, 2600 XP. Sehr schön. Rang und Rangaufgaben. Dein Rang hat sich erhöht. Du kannst ihn im Reiter Fortschritt des Pausenmenüs einsehen. Links siehst du deine nächsten Aufgaben, um einen Rang aufzusteigen. Manche Aufgaben müssen erfüllt werden, andere kannst du mit XP kaufen. Behalte deshalb stets deine Rangaufgaben im Blick. Nun kannst du dich entweder in dein Auto setzen und auf Streife gehen oder du nimmst direkt eine spezielle Mission in der Wache an. Bis auf Spezialmissionen kannst du alle Einsätze per Funkspruch annehmen. Spezialmissionen haben ihre Startpunkte in der Welt verteilt. Sie sind auf der Karte markiert. Du kannst jede Art von Missionen an den Whiteboards im Meetingraum der Wache starten. Okay, unser neuer Rang 1. Tada. Jetzt könnten wir hier reingehen in die Büroräume, nehme ich mal an. Und irgendwo Hallo. Ups. Sammelobjekte sind überall in der Welt versteckt. Der Radius auf der Minimap zeigt an, dass du in der Nähe eines Sammelobjekts bist. Die genaue Position wird auf der Karte markiert, sobald du nah genug an einem Sammelobjekt bist. Durch A interagierst du mit dem Sammelobjekt. Die Tech-Tree-Fähigkeit Ortskenntnis erleichtert dir das Aufspüren von Sammelobjekten. Es gibt 4 verschiedene Arten. Du kannst Notfalltelefone, Quietscheenten, Sehenswürdigkeiten und Warndreiecke finden. Gefundene Sammelobjekte werden an verschiedenen Stellen der Wache ausgestellt. Sehenswürdigkeiten musst du fotografieren. Betrete dafür die Markierung. Öffne mit X den Fotomodus. Wenn das Objekt orange dargestellt wird, bewege den Sucher. Zoome, bis es grün ist. Sobald das Objekt grün ist, drücke A, um ein Foto zu machen. Hier sehen wir die Ente. Oh, ein Entchen. Was soll denn das werden? Ich sammle die, wissen Sie? Und da dachten Sie, Sie nehmen meine Ente einfach mit. Ihre? Oh, ich dachte, die gehört niemandem. Sieht das hier vielleicht wie niemandes Zimmer aus? Nein. Also soll ich die Ente wieder zurückstellen? Um Himmels Willen, nein. Ich will das Ding nicht. Nehmen Sie es mit und machen Sie die Tür hinter sich zu. Okay, bin schon weg. Das war jetzt fast nicht peinlich. Howdy! Was gibt's? Gibt es denn gar nichts Neues? Nicht wirklich, nein. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Dann muss das wohl hier sein. So, kleiner Unfall, Gefahr durch Tiere. Verfolgungsjagden. Überfälle. Das ist gesperrt, oder wie? Also eigentlich ist nur das. Oder? Verfolgungsjagd. Na denn, schauen wir mal. So, wo geht's raus? Ah, ja. Da geht's bestimmt irgendwo hinten auch raus. Das Auto ist wieder umgeparkt. Schauen wir mal kurz, da geht's hinten. Hier, klar. Nö, doch nicht. Okay. An alle Einheiten. Ein gestohlenes Auto wurde gerade gesichtet. Wir müssen es verfolgen. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Okay, dann sagt mal, wohin. Ups. Wir blinken ganz brav. Mit den Geschwindigkeitsbeschränkungen haben wir es zwar noch nicht so, aber wir blinken ganz brav. Und außerdem ist hier ohnehin keine Geschwindigkeitsbeschränkung mehr. Und los geht's. Stopp!
Ich will das jetzt. Muss ich dazu aussteigen? Ich denke schon. Hier hin und X drücken. Unfallfotos. Drücke X, um den Fotomodus zu öffnen. Mit B kannst du ihn wieder schließen. Justiere den Sucher mit dem rechten Stick und mit linker Trigger, rechter Trigger. Ja, okay. Dokumentiere nun den Unfall. Wo gibt's denn einen Unfall? Ja, hier. Hä? Das hier muss ich. Das hier? Wahrzeichen. Ich glaube, das war's. Haha. So. Ich hoffe, dass das Auto wartet auf mich, während ich Sehenswürdigkeiten fotografiere. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Da ist die Polizeiwache, hier fahren wir gerade. Da haben wir noch ein Warndreieck. Das ist was? Eine Notrufsäule, okay. Na gut. Kilometer. Hier müssen wir raus. Oder? Ja. Uff. Boah. 700 Meter. Warndreieck war hier, eine Notrufsäule war hier. Aber wir haben ein Auto zu verfolgen. Ist das gleiche Fahrzeug wie vorhin? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh! Ah, den rechten Stick drücken! Mann, Mann, Mann! Jetzt steige ich nicht aus und fotografiere. Hier haben wir auf jeden Fall wieder eine Sehenswürdigkeit. Halte über die Matrix das Fahrzeug an. Okay. Der wird wahrscheinlich nicht auf anhalten wollen. Schaden und Reparaturen. Du bist gegen ein Objekt oder ein anderes Auto gefahren. Dein Wagen ist jetzt beschädigt. Na toll. Ab 30% Schaden wird ein rotes Warnsymbol neben deinem Tacho sichtbar. Ab 70% Schaden blinkt das Symbol und warnt dich über den kritischen Zustand deines Autos. Bei 100% Schaden schlägt deine aktuelle Mission fehl. Nur Spezialmissionen können ab einem Speicherpunkt wiederholt werden. Wenn du die Mission abbrichst, startest du mit 0% Schaden an der nächstgelegenen freigeschalteten Garage. Im freien Spiel oder während anderer Missionstypen wirst du bei 100% Schaden an die nächstgelegene freigeschaltete Garage zurückgesetzt. Beschädigtes Auto musst du reparieren, fahre dazu zu einer Tankstelle mit Garage. Fahre in die Garage, um dein Auto reparieren zu lassen, es kostet dich nichts. So. Sie unter Arrest, weil sie sich der Polizei widersetzt haben und mit ihrem Fahrzeug geflohen sind. Sie haben mich bedrängt und jetzt nehmen sie mich auch noch dafür fest? Ja. Genau so ist es. Oh, die schaut böse. So, erstmal zurückbringen. Und ich glaube, dann werden wir mal uns noch kurz auf Streife begeben. Oder es werden andere Missionstypen freigeschaltet noch. Ja, lassen wir uns überraschen. Hier muss auf jeden Fall irgendwo ein Quietscheentchen sein. Ich darf aber natürlich wieder nicht aussteigen. Mich würde jetzt noch interessieren,
Hier oben rechts steht ja Rang 1 und daneben ist so ein Pfeil mit 20. Was das 20 zu bedeuten hat, das würde mich interessieren. So, erstmal abfahren hier in Flohndorf. Da war noch grün. Oh, 188. Boah, jetzt sollten wir schon langsam abbremsen. Wir müssen ohnehin hier nach rechts. Nach links. Oh Mann. Sind wir... Ja, wir sind so brav. Und hier geht's rein. Und das ist ein Parkplatz. Okay. Ist unser Auto jetzt noch... Jetzt haben wir 21 stehen. Gehen wir mal ins Pausemenü unter Fortschritt. Rang 1. Tech Tree. Wir haben 3350 XP verfügbar. Kosten 500 XP. Leistungsupgrade. Bessere Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung. Das wäre eigentlich ganz cool. Das wäre eigentlich cool. Was heißt? Oh, schaltet den Polizei-SUV frei. Oh, vielleicht sollte ich doch noch warten. Zivilfahrzeug. Polizeivan. Kampf? Oh. Verhafte Kriminelle, um sie unauffällig handlungsunfähig zu machen und mehr XP im Kampf zu verdienen. Dialog, mehr Autorität. Oh. Mehr Empathie. Schnellere Bewegung zu Fuß. Zeigt Gebiet auf der Karte, in dem Sammelobjekte zu finden sind. Abklingzeit, Dauer der Intuition. Verdiene mehr XP durch das Abschließen. Ich glaube, das werden wir doch mal machen. Machen wir hier erstmal... Nein, machen wir nicht. So, ich will... Oh, Moment, hier war Offroad. Oh, und da kann ich ein Geländefahrzeug kaufen. Ich glaube, das wird das Erste sein, das wir machen. Das werden wir machen. Also 5000 XP brauchen wir. Das heißt, wir holen uns noch eine Mission und schauen, ob es hier einen anderen Missionstyp gibt. Hier zum Beispiel. Gefahr durch Tiere. Es kommt zu einem Unfall, bei dem auch freilaufende Tiere auf der Fahrbahn involviert sind. Du bist zuerst am Ort des Geschehens, leitest die Unfallaufnahme. Derzeit liegen keine genauen Informationen. Das machen wir doch mal. Und das 21 heißt wohl, dass ich Punkte oder dass ich 21 Möglichkeiten habe, meine XP auszugeben. So. Dann fahren wir jetzt erstmal dorthin. Wagen 1 zur Leitstelle. Kommen. Wagen 1 hört. Es kam eine Meldung wegen freilaufender Tiere auf der Autobahn rein.
Verstanden. Wir fahren hin und schauen uns das an. Wow. Das war... Das kam unerwartet jetzt. Verkehrsübungsplatz Schießstand, okay. So, wir überholen hier mal. Ah, hier unten rechts sehen wir 8%. Wir haben 8% Schaden genommen. Und sind 20 Kilometer mit dem Auto gefahren, oder wie? Und haben schon ordentlich Schaden. Entschuldigung. Oder? Immer noch 20 Kilometer? Pum, 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 pum. Jetzt sind es 21, okay. So, 2,7 Kilometer. Jetzt müssen wir hier mal... Ach, scharf links wollte ich gerade sagen, aber das war zu scharf links. Erst hier. Auf die Autobahn und dort laufen Tiere rum. Wie kann ich die einsammeln? Das... Das klingt ja spannend. Okay, ein Parkplatz. Ja. Wagen 1 hört. Ich habe inzwischen genauere Informationen für euch. Laut Melder macht eine Kuhherde die Straße unsicher. Das scheinen nicht gerade wenige Kühe zu sein. Verstanden. 200 Kühe. Wow, was ist mit euch? Kann ich... Was habe ich jetzt? Ah, okay. Also das sieht jetzt nicht nach Autobahn aus. Ah, hier sieht man, wie das passiert ist. Jetzt fahr mir doch nicht in den Kofferraum. Oh, oh, oh. Was wird das denn? Kannst du nicht fahren oder was? Mensch, pass doch auf, das ist gefährlich. Nur so eine Olle, die für die Autobahn viel zu langsam fährt. Hey, ich wollte noch sagen, dass... Ja, so kann es passieren. Wagen 1 zur Leitstelle. Der Einsatz ist gerade dringlicher geworden. Es kam zu einem Unfall wegen der Tiere. Wie viele Personen sind beteiligt? Unbekannt. Wie weit seid ihr entfernt? Sind fast vor Ort. Wir melden uns wieder. Wir sind hier. Wir sind da. An die Arbeit. Sagst du so leicht? Was machen wir jetzt mit den Viechern? Nicht provozieren. Am besten sichern wir zuerst mal die Unfallstelle ab. Das hält die Kühe ganz sicher auf. Spaßvogel. Ich finde heraus, wem die Tiere gehören. Und du befragst in der Zeit die Unfallbeteiligten. Ich stoße gleich dazu. Und pass auf, Tiere sind unberechenbar. Wird gemacht. Okay, an einem Unfallort müssen bestimmte Aufgaben übernommen werden. Unfallsicherung, Unfallfotos, Unfallskizze, Beweissicherung und Befragung von Zeugen und Beteiligten. Du erhältst eine Aufgabe zum Verlassen des Gebiets, wenn die Spezialmission beendet werden kann. Spezialmissionen haben meist versteckte Bonusaufgaben. Du erhältst extra Punkte, wenn du sie abschließt. Manche Aufgaben sind optional, müssen somit nicht gemacht werden. Verlasse den auf der Minimap markierten Bereich, wenn du die Spezialmission Mission abschließen willst. Wir sehen hier oben links...
sprich mit Beteiligten, die beiden, der Unfallverursacher und die Dame nehme ich an, sichere den Unfall, 4 Punkte, erstelle Unfallfotos, ebenso 4 Punkte. Öffne den Kofferraum deines Wagens und nimm die Leitkegel heraus. Du kannst hier auch deine Warnweste anlegen. Sobald du Leitkegel hältst, zeigt dir der markierte Bereich, wo du sie abstellen kannst. Wenn der Radius auf dem Boden grün wird, ist der Abstand der Leitkegel zueinander optimal. Platziere einen Leitkegel mit A in der markierten Zone. Es ist wichtig, den Unfall zuerst abzusichern, bevor du dich um alles andere kümmerst. Okay, also zum Kofferraum. Erstmal die Warnweste und dann holen wir uns Verkehrshütchen. So. Einmal. Hier war es grün. Ja. Sehr gut. So, wir haben den Unfall gesichert. Na, du bist ja eine Schöne. So ruhig und so besonnen. Von dir könnte sich mein Partner ruhig eine Scheibe abschneiden. Du hast ja recht. Natürlich nicht im wörtlichen Sinn. Du bleibst schön in einem Stück. Niemand schneidet sich irgendetwas von dir ab. Was? Warum? Warum ist das rot? Jetzt. Okay. Das haben wir schon. Müssen wir... Die müssen wir auch fotografieren, oder wie? Geh weg. Was heißt das? Muss ich die verschiedenen Teile hier fotografieren? Die hier liegt auch noch 3 von 4. Okay. Und irgendwas ist hier bestimmt noch zu fotografieren. Nö. Das wäre dann der andere Wagen, oder wie? Ha. Okay. Sobald du alle Fotos hast, kannst du den Unfall in einer Skizze rekonstruieren. Öffne sie mit Y. Du musst nun die Objekte an die richtige Stelle auf der Skizze bringen. Nimm sie mit A auf. Dann bewegst du sie mit LTRT, kannst du sie drehen, an der richtigen Stelle rasten sie ein. Wenn du fertig bist oder noch etwas nachschauen willst, schließe die Skizze mit B. Okay. Was muss ich jetzt greifen? Fahrzeuge. Ah. Okay. Wrackteile. Das ist hier irgendwo gelegen. Und das andere Teil war hier. Genau. Unfallskizze ist abgeschlossen. Sehr gut. Für die Unfallaufnahme brauchst du die Aussagen der Beteiligten, sprich einen von ihnen mit A an. Hör dir auch die Aussagen der anderen Beteiligten an, um zu erfahren, was genau geschehen ist. Je mehr du über den Unfall weißt, desto mehr Optionen hast du in den Gesprächen. Um den Unfall vollständig aufzuklären, brauchst du ein Geständnis. Benutze Beweise und Aussagen in Gesprächen, um einen der Beteiligten ein Geständnis zu entlocken. Wir beginnen zuerst mit ihr. Die kann uns dann bestimmt sagen, die ist nicht hier. Wo finde ich die Beteiligten? Hier. Die kann uns bestimmt sagen, dass er telefoniert hat.
Guten Tag. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. Gut, dass Sie endlich hier sind. Was ist hier passiert? Der Kerl da vorne ist passiert. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand ernsthaft verletzt worden ist. Ich nehme an, er ist Ihnen sehr dicht aufgefahren? Und wie? Der hatte es ja mehr als eilig. Sein Gedrängel hat mich total nervös gemacht. Haben Sie gesehen, wie sich der Unfall ereignet hat? Nein, leider nicht. Ich hab's nur krachen gehört, kurz nachdem mich der Typ überholt hat. Und dann waren da auf einmal überall Kühe um mich herum. Wir werden den genauen Ablauf ermitteln. Keine Sorge. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Mehr kann ich ihr nicht entlocken, okay? Oh, jetzt. Guten Tag. Herr Weiß, richtig? Können Sie mir sagen, was genau passiert ist? Und ob ich das kann? Guter Tag, von wegen. Ich hab's eilig, bin auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting. Und dann steht plötzlich dieses Viech vor mir. Sie sind also wegen der Kühe verunfallt. Wie genau ist das passiert? Na, wie wohl? Diese blöde Kuh war urplötzlich da. Ich bin zu Tode erschrocken und hab das Lenkrad verrissen. Kühe tauchen nicht einfach urplötzlich aus dem Nichts auf. Wir stellen Ihnen ein paar Fragen, dann erfahren wir sicher mehr. Geschwindigkeit. Ich denke, Sie waren zu schnell unterwegs und dann sind Sie urplötzlich vor den Kühen aufgetaucht. Die armen Tiere waren sicher bereits vor Ihnen auf der Autobahn. Zu hohe Geschwindigkeit führt häufig zu Unfällen. Wollen Sie mir jetzt auch noch sagen, ich wäre selber schuld? Schnell zu fahren ist auf der Autobahn doch wohl erlaubt. Wenn es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, trifft das zu. Allerdings kann Ihre aggressive Fahrweise zu dem Unfall geführt haben. Ich bin nicht aggressiv gefahren. Die Sache gefällt mir nicht. Irgendetwas sagt mir, dass das noch nicht die ganze Wahrheit ist. Aus dem bekommen wir jetzt allerdings nichts mehr heraus. Wenn er nochmal auf der Wache verhört wird, erzählt er hoffentlich dann die ganze Geschichte. Okay. Wir sollen mit unserem Partner sprechen. Die Tiere gehören einer gewissen Janina Neudorf. Die Wache hat sie kontaktiert. Sie dürfte jeden Moment hier eintreffen. In Ordnung. Was machen wir so lange mit den Kühen? Die schicken wir jetzt dorthin, wo sie hergekommen sind. Sicher, weil so eine riesige Kuh bestimmt auf uns hört. Du sollst sie nicht bitten, sondern scheuchen. Aber vielleicht hilft es auch, wenn du ihnen Komplimente machst. Du hast doch eine solch schöne Stimme. Auf dich hören sie bestimmt. Das stand aber nicht in meiner Berufsbeschreibung. Ich muss jetzt die Kühe zurücktreiben. Hier rüber. Oh Mann. So, komm. Hopp. Eins nach der anderen. Oh, wir haben nur 3 Minuten Zeit. Komm, schneller. So, die springt gleich drüber. Kuhhirte. Willst du mir etwa den ganzen Spaß alleine lassen? Natürlich. Du machst das doch so großartig. So, hopp, hopp. Jetzt machen wir hier gleich mal alle. Hopp. Okay, die gehen nicht. Dann machen wir es. Eins nach dem... Hey, jawohl. Eins nach dem anderen. Na los! Boah, ob ich das schaffe... Spring. Sehr gut. Nächste. Ja, ich weiß. Wir schaffen das. So. Alle mal darüber scheuchen. Oh, wenn ihr wenigstens... Jetzt aber. Hopp. So, und die nächsten. So, wir machen das jetzt so. So, los geht's. Hopp, hopp. So, in die Richtung. Alle in die Richtung. So, hier rüber. Genau, alle mitgehen. Das geht sich ja wirklich aus. Vorausgesetzt, die... Jawohl, die machen... Du bist ein wahres Naturtalent. Willst du dich nicht auch mal nützlich machen? Tue ich doch. Beweg dich. Ich unterstütze dich.
So sieht's aus. Frau Neudorf, auf Sie haben wir gewartet. Können Sie uns erklären, weshalb Ihre Kühe über die Autobahn spazieren? Um Himmels Willen, das darf doch nicht wahr sein! Wie ist das denn passiert? Sagen Sie es uns. Von alleine haben es die Kühe sicherlich nicht von ihrer Weide geschafft. Da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Es ist mir ein Rätsel, wie die Kühe entkommen sind. Nun, etwas wird schon die Ursache sein. Denken Sie ein wenig darüber nach und kommen Sie dann in den nächsten Tagen zur Wache. Dort nimmt man Ihre Aussage auf. Na gut. Danke jedenfalls für Ihre Hilfe. Wer weiß, wo die Kühe sonst hingerannt wären. Objekte auf der Straße gefährden den Verkehr. Hebe sie mit A auf. Bringe die Objekte in den markierten Bereich auf dem Seitenstreifen. Lege sie dort mit A ab. Und dann sollen wir den Besen auch noch nehmen aus dem Kofferraum. Deutlich sichtbare Haufen können weggefegt werden. Halte dort A gedrückt. Fege den Dreck beiseite. Diese Aufgabe ist optional. Du musst sie nicht abschließen, um den Einsatz beenden zu können. Wir sollten es aber machen wahrscheinlich... Oh, was ist denn hier? Das nehmen wir das mit der Hand auf? Nö. Was können wir... Ja, die... Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Aha, das hätten wir vor der Befragung gebraucht, oder? So, wir sollten noch die Straße fegen. Das machen wir noch. Den Besen... Wir sind ja Freund und Helfer natürlich, also werden wir auch das wegputzen. Mich wurmt ein wenig, dass ich den Unfall nicht ordentlich abgesichert habe. 63%. Ich kann das aber auch, glaube ich, gar nicht mehr ändern. So, das heißt, wir geben den jetzt weg. Oder auch nicht. Können wir die nochmal? Nö, wir können die nicht mehr verändern. Also, so, der Besen ist wieder drin und wir steigen ein. Ach so, Moment. Vielleicht können wir jetzt die noch ändern. Ich meine, jetzt ist es auch schon zu spät, aber vielleicht können wir die noch mal verbessern. Nö. Oder wenn ich jetzt noch mal hier gehe. Nö, Verkehrshütchen kann ich auch nicht mehr machen. Also, egal, wir fahren. Unser Job ist erledigt. Tschüss. So, 2750 XP. Eine nicht erfüllte Bonusaufgabe. Zurückgebrachte Kühe auch eine nicht erfüllte Bonusaufgabe. Okay. Tja. Ich möchte jetzt gerne hier bei Offroad das Geländefahrzeug kaufen. Freischalten. Heißt das jetzt, dass in der Garage bei der Polizeiwache das Fahrzeug bereitsteht? Ups. Ich meine, vielleicht hier? Vielleicht aber auch nicht. Hier. Jawohl. Sehr cool. Gleich mal bei Rot drüber fahren. Und hier haben wir wieder ein
etwas zu... Ich darf hier nicht aussteigen. An alle Einheiten. Uns wurde ein Auffahrunfall gemeldet. Ursache unbekannt. Wer kann das übernehmen? Ja, das nehmen wir natürlich. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Okay, dann machen wir das. Gut, ja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Verstanden. Weitere Infos? Das war's für den Moment. Verstanden.